Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Hofbergmann. Ich wollte gerade Stimme versagen, aber wir haben es ja gerettet. Mann. Hustennerv dezent, muss ich mal so sagen. Aber was will ich machen? Außer versuchen drüber zu stehen. So, Dele. Machen wir mal hier Walzen. Dann müssen wir gucken, was wir als nächstes zu tun haben. Aber man könnte mal eine Runde angeln formen. So, jetzt mal so als Idee. Oder bin ich noch planlos? Ich habe ja schon mal das Feld noch fertig zu machen, weil bei mir reif dürfte rein theoretisch noch nichts sein. Ich weiß es nicht, ich gucke gleich mal, wenn es soweit ist. So, spielen wir mit dem neuen Patch, der ja rausgekommen ist am Dienstag, an der Montag. Ihr seht die Folge ja schon erst am Freitag, bei mir ist halt erst Dienstag, weil ich ja mein LS über Steam habe, hat es bei mir Zeitpunkt der Aufnahme das DLC noch nicht hinzugefügt, weil das war so wohl erst Mittag 12, 1 da. Auch beim Göwald DLC, wo ich auch so, wo ist es denn? Aber da steckt man halt nicht drinnen. Es ist, wie es ist. So, let's go. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber ich habe mal von einer anderen Karte haben wir es auch mal gemacht. Da hat sich der Ertrag dann verbessert. Weiß auch nicht, ob das hier was bringt. Also ist ja irgendwo nie an irgendwelchen Schräubchen drehen beim Mapbau. Und meine letzte Karte, die ich gebaut habe, ist nun schon eine ganze Ecke her. Ich glaube, die war auch nicht Precision Farming ready. Und seitdem habe ich das Mappen eigentlich nichts mehr angefasst. Bin jetzt so ein bisschen beim Modding auf Gebäude verlagert. Da muss ich auch mal weitermachen. Aber ich hatte ein bisschen eine Flaute, muss ich sagen. War aber dem geschuldet, den Holztexturen. Hatte für mich den Ansporn, machst du jetzt fertig, denn dann die Balken, Holzbalken, die Holztextur drauf, machst du fertig, dann machst du den Resten und dann hatte ich dann beiden Wände, Dach und glaube die Kabelkanäle hatte ich dann fertig. Da war ich heilfroh, dass ich es hinter mir hatte. Und OBS-Platten, die ich als Ortszwischendeckel umgesetzt hatte. War ich heilfroh, dass ich es weg hatte dann. Und da habe ich jetzt erstmal wieder gute 14 Tage nichts gemacht dran. Langsam wieder angefangen.
exportiert, in GE geholt. Hier und da schon mal gewisse Sachen gemacht, dann war eine grobe XML geschrieben, war platziert. Wie es in-game aussieht, ob es da irgendwelche Fehlerflaggereien hast, das gesehen gibt. Sind ja alle so wichtige Sachen. Ja, beim Unterstand sind ja ein paar kleine Fehler unterlaufen. Das war mein erstes Gebäude halt. Wungeli. Und darum habe ich ja dann hier so viel moddentechnische Änderungen vorgenommen. Beim Bau des Gebäudes. Aber halt, man muss uns Musik dazu haben, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Wenn du keinen Bock dann hast, dann wird es auch scheiße. Muss man ganz deutlich so sagen. Wenn du auf Krampf daran gehst, lass es. A, macht es eben selber keinen Spaß, wenn man anfängt zu krampfen. Und B, nimmt man vielleicht leichter Dinge hin, die ihnen dann nicht so gefallen. Weil man ja, ach, ich will es fertig haben, egal wie es aussieht. Mir ist egal, dass dort das hier und da. Und das bringt es dann nie. Und dazu kam halt bei mir halt so, ich arbeite in zwei Schichten mit Rollen der Woche. Da hat man nicht immer so die Zeit, wenn man die Zeit hat, dann wird der Faktor Muße dazu. Hat man Bock jetzt daran was zu machen, hat man keinen Bock, macht man was anderes. So ist dann eher der Faktor. Zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten aussieht, die Motten, aber ich denke mal, die machen das in ihrer Freizeit, weil sie Lust drauf haben und weil es ihnen Spaß macht. Aber selbst wenn es ihm Spaß macht und man zahlt zu, aber null Bock hat, ist es nur eine Quälerei. Und das denke ich mal, das kriegt dann der Endverbraucher dieses Mods dann irgendwo mit. Weil ich sage mal, ich merke es bei manchen YouTube-Projekten, wo ich mich dann teilweise durchgequält habe, hat man gemerkt, dass in den Klickzahlen gemerkt, dass es nicht so war. Und wenn die Klickzahlen halt da waren, aber hat man gemerkt an der Wiedergabezeit, dass die Leute gemerkt haben, der hat keinen Bock, gucke ich mir nicht an. So, jetzt haben wir alles soweit ready. Gute, gute, gute. Machen wir das Ding erstmal sauber. Und dann gucken wir mal, was noch so anliegt. An die Arbeit oder ob man angeln können, das weiß ich jetzt nicht. Ich könnte zwar jetzt hier die Brücke bauen, aber die brauche ich noch ein bisschen auf Geld. Da warte ich doch auf den einen oder anderen Euro.
Ich sitze dann hier, ich gucke mal die Übersichtskarte schnell. Wir sind ja hier. Ne, ist noch Minimum ein Monat. Nur die drei Sojabönchen, die da drauf gewachsen sind, runterzaubern. Viel mehr esse ich ja nicht vom Ertrag her. Ja, ich bin ein bisschen weit weg. So, müssen wir hier mal rumdrehen. Dann gucken wir mal, was noch so an. Also Feldarbeit ist keine mehr, wie wir jetzt gesehen haben. Hinten der Spaß gärt auch. Unsere Ballen. Würde ich sagen, nehmen wir die Apfelkisten runter und fahren angeln. Was haltet ihr davon? Muss man ein bisschen ruhig ist, ich gönne halt euer schon wieder rum. Ihr Hasen mümmeln. Gucken, wenn ich jetzt das noch nicht gesetzt habe. Mit dem Honig. Oder schmeißt dahin. Machen wir einen gemütlichen Angelausflug. Jetzt schon wieder Frucht und habe schon unbedingt die Muse. Ja, ich habe noch nicht viel Feldfläche, da kommt das öfters vor, was ich spulen muss, weil gewisse Sachen noch nicht angelaufen sind, weil mir dazu halt noch Rohstoffe fehlen. Aber es ist halt wie es ist. Müssen wir uns halt Arbeit suchen. So, auf zum Katzensee.
wurde sie abgetrieben. Irgendwie, irgendwo, irgendwann, aber egal. Ich hätte gedacht, ich hätte es an der Keimauer, aber scheinbar am Steg, aber scheinbar nicht. Ausmachen, die hier wird geplupper. So, da tun wir mal eine Runde angeln an der Stelle. Und ich werde mal einen Schluck trinken. Dudeli. Ja, die ersten paar Fischlein haben wir. So, was steht denn überhaupt an als nächstes? Die Sojabohnen runterrupsen. Das ist nur ihr Feld. Jetzt noch ein paar Felder, wo wir dreschen könnten. Ne, pflügen muss ich nichts, das ist gut. So 22, 26, 27, was haben wir denn da so an Aufträgen? Nur genau die Dinger drin herum. Mal gucken, ob ich sehe, ob da was an. Nein. Kartoffeln will ich nicht unbedingt machen. Gerade auf dem Feld 27, das ist ja das hier hinten. Muss ich jetzt nicht haben. Ganz ehrlich. Aber so ist es. Dann kann ich das nicht raussuchen. So, haben wir doch schon mal 15% drin. Was wollen wir mehr? Also mehr Fische. Das muss ich dazu sagen. Ach, helf, nicht labern. So, aber vorher kommt erstmal das Ende der Folge. Ich verabschiede mich erstmal von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.